So, hallo. Wir machen weiter bei Metroid Dread. Letztes Mal haben wir ein neues Gebiet kurz kennengelernt, zu dem wir von Dairon ausgekommen sind. Jetzt sind wir wieder zurück auf Dairon mit dem Flash Shift, aber auch in einem neuen Gebiet, also in einem neuen Abschnitt. Na, hier sind wir raus, hier sind wir wieder rein und der Weg führt ziemlich eindeutig jetzt zur Zentraleinheit. Hier ist das letzte... Der letzte Teil des Emmy-Abschnitts, den wir noch nicht aufgedeckt haben. Das, denke ich schon, führt jetzt zur Zentraleinheit weiter. Aber wir werden sehen, ob ich mich täusche oder recht habe. Ist hier irgendwas? Nein, da ist nichts. Okay. Okay, wir können unten lang, wir können oben nicht lang. Okay, cool. Dann gehen wir oben nicht lang. Oh, die Dinger sind stressig. Ah, aber die verhalten dafür nicht viel aus. Das ist doch auch ganz nett. So, hier geht's direkt wieder zurück ins Emmy-Gebiet. Packen wir es an. Vielleicht ohne mit Schuss reinzulaufen. Okay, ich denke, der Flash wird uns jetzt ab und zu mal nutzen. Oh, vor allem jetzt, wenn es unter Wasser geht. Ja, moin. Oh Gott. Aber unter Wasser hört mich das Ding zumindest nicht, ne? Wo ist er denn gerade? Ich laufe dem bestimmt gleich voll in die Arme. Aber wir nähern uns... Oh nein! Oh nein, das Ding hat sich ausgelöst. Das wird jetzt wehtun. Ja, da komme ich natürlich noch nicht durch. Ja. Scheiße. Hier raus, hier raus. Ah, geh auf. Ah, geh auf. Nein, Mist. Mist, 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 Mist. Ich bin gar nicht da. Lass mich in Ruhe. Gut. Gut. Wir sind gleich bei der Zentraleinheit. Wir sind... Nein, ich hänge. Okay. Oh mein Gott. Yes. Okay. Wir werden uns gleich die Speed-Energie geschnappt haben. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Problem bei dem Emmy ist halt nur, dass der sehr schnell... Dass der sehr schnell dann auf einen draufkommt. Das heißt, ich werde wahrscheinlich so eine Fläche oder sowas nicht ordentlich nutzen können. So, aber wir haben's. Wir haben wieder unsere... unseren Dings zurück. Wie heißt das Teil nochmal? Ich hab's vergessen. Heißt es denn wieder? Wird gleich angezeigt. Ja, Omega-Kanone, genau. Ja, wir haben wieder die Omega-Kanone zurück. Das heißt, jetzt geht es wieder darum. Einfach eine Stelle zu finden, wo wir dem Emmy voll auf die Mütze geben können. Und der ist halt... ziemlich fix. Das ist das Problem. Ah, das war die falsche Taste. Ja, moin. Oh mein Gott. Okay, das war schlecht. Ja, einmal ausgewichen. Hätte ich jetzt nutzen können, aber ich hab's nicht, ich hab's falsch genutzt, leider. Aber das Problem ist, der kommt halt schnell. Ich weiß noch nicht, wie ich da den Kopf auf heiß kriegen soll. Das weiß ich noch nicht sogar. Ach, ist schon offen, okay. Da bin ich noch ein bisschen überfragt.
Ach so, der. Okay, der wird gestoppt, wenn ich ihn anschieße. Der wird gestoppt, wenn ich ihn anschieße. Alles klar, der wird gestoppt, wenn ich ihn anschieße. Dann krieg ich es vielleicht hin. Dann krieg ich es vielleicht schon hin, da unten auf der langen Bahn. Muss ich nur wirklich gut zielen. Ja. Ja, ich habe nicht gut gezielt. Ich habe leider nicht gut gezielt. Okay. Es müsste aber funktionieren. Ich denke, es müsste funktionieren. Ah, shit. Aber nicht so. Nicht so. Nicht so. Nicht so. Ah, shit, wollte ich nicht. Ja, sehr geil, sehr geil, sehr gut. Genau so. That's it. Yes! Das war's. Wir haben den Speed Boost. Wie auch immer das Ding heißt. Ich hab's vergessen. Ich nenne es jetzt erstmal Speed Boost. Bis wir das Ding absorbiert haben, vollständig. Und da haben wir den... Es heißt einfach Speed Boost. Okay, alles klar. Gut. Na, dann passt doch alles. So, wie funktioniert der? Ich hoffe, gut. Der ist manchmal, in manchen Spielen ist der nicht so nett gewesen. Also, genau, wir brauchen Vorbereitungszeit, dann können wir jetzt so hochdashen, wie man das auf dem Video sieht. Drücke beim Rennen, um den Speed Booster 1 frei zu machen. Okay. Mhm. Mit Hilfe eines Shinespark in eine bestimmte Richtung katapultieren. Ja, ja, genau. Bewege Elbe, aktiviert den Flügel nach unten, um den Shinespark vorzubereiten. Ja, 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 ja. Es ist wie immer. Es ist wie immer. Okay. Es ist genau wie immer. So. Und das würde aber schon wieder bedeuten, dass wir schon wieder ganz viel jetzt nachzuholen haben. Na, also jetzt könnten wir eigentlich wieder ganz... Oh mein Gott, Alter, diese Ebene! Hilfe! Hilfe, macht mich nicht fertig. Ah, ich muss die... Ah, ich muss den... Oh, das ist ja sehr interessant. Ich gehe aber nur, wenn ich in eine Richtung drücke, ne? Ja. Sobald ich gestoppt werde, hört er auf. Okay. Ja, ich meine, klar, dass ich jetzt über die Speedblöcke hier raus muss. Braucht man gar nicht drüber reden. Guck nur mal kurz, ob schon irgendwie... irgendwas blinkt oder so. Wo ich hin... Oh, da könnten wir vielleicht hin. Ah, nice. Wir kriegen gleich noch einen Container dazu. Sehr gut. Ja, 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 ja. Perfekt. Ach so, jetzt rennt die von selber nicht. Ich muss also... Ah, das ist ein bisschen komisch vom Drücken her, muss ich gerade gestehen. Okay, das muss ich mir angewöhnen. So, und noch ein Energietank. Sehr schön. Das ist also jetzt mal richtig viel Energie bisher, die wir... Ah, ich hätte hier weiter rennen müssen. Scheiße. Ah, ich muss es aber nur einmal... Ach so. Ich muss es einmal drücken und dann kann ich es aufhören zu drücken. Ah, okay, das ist dann doch ganz cool gemacht. Ja, 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 I see. I see. Cool. Ja, ihr könnt mich jetzt mal, ihr blöden Minen, die die Viecher geholt haben. So, okay, coole Geschichte. Dann können wir jetzt nämlich überall durch, wo diese Teile sind. Und da waren, wir haben ganz viele von sowas gesehen. Das ist das Problem, wir haben ganz viele davon gesehen.
gucken wir mal kurz hier runter, ob hier noch irgendwas Spannendes war. Ah, guck mal, hier könnten wir noch durch auf entspannt, schnell. Will ich hier nochmal? Ne, da will ich jetzt eigentlich nicht hin, zurück. Da könnten wir, wie gesagt, kurz noch durch. Ob da irgendwas ist, keine Ahnung. Das wäre das Einzige. Okay, wir gehen kurz zu den Rouläden runter. Ach so. Ja, okay. Hätte ich vielleicht irgendwie nutzen können, habe ich gar nicht genutzt. Habe ich gar nicht gebraucht. Dann ist ja alles gut. So. Hier ist voll auf... Nee, hier ist nur Waffen aufladen. Ja, die sensationellen 3 Raketen, die waren jetzt schon sehr wichtig. Okay. Ach. Macht euch weg. So. Die gehen aber auch nicht kaputt, oder? Ah doch, die gehen kaputt. Ah! Ja, okay, aber wie ist denn das jetzt hier? Mit dem Morphball kann ich ja nicht so Speed boosten. Kann ich da also dagegen laufen und dann Speed boostet der das noch? Das reicht ja nicht mal. Also da muss ich irgendwie mit dem Morphball auch noch Speed boosten können. Hier kann ich nicht Speed... Nee, hier kann ich nicht Speed boosten. Nee, 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 keine Chance. Nee, das geht hier nicht. Okay. Aber es wäre auch eh nur hier. Ja, lol. Braucht man eigentlich gar nicht den Durchgang da. Okay, da ist auch nichts mehr. Okay, braucht man gar nicht den Durchgang. Aber da ist jetzt wieder so ein grünes Ding. Aber da weiß ich nicht, was das ist. Das sagt auch nichts. Keine Ahnung. Aha. Ah, hier sind auch wieder Speedblöcke. Aber wie kann ich denn jetzt hier... Nee, ich kann hier auch nicht Speedboosten. Nee. Die müssen doch irgendwie anders gehen. Vielleicht sind das aber auch... Wait a moment. Na doch, es sind Speedbooster-Blöcke. Aber vielleicht kann ich die irgendwie anders auslösen. Irgendwie mit... Irgendwie, ja, keine Ahnung. So wie es aktuell ist, kann ich es jedenfalls nicht auslösen. So viel können wir schon mal festhalten. So wie die Situation aktuell ist, kann ich sie nicht auslösen. So, hier kann ich wieder Anlauf nehmen. Versuchen wir es mal in die Richtung. Aber das Problem ist halt, ja... Sind die hier auch? Nein, eben nicht. Nee, dann weiß ich nicht. Nee, dann komme ich da, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich noch nicht. Ah, das habe ich falsch gemacht. Stabil. Nochmal. Ah, ich musste mal rechtzeitig nach unten drücken. Ich drücke immer zu spät nach unten. Und jetzt ab nach oben. Genau. Und wieder runter. So. Okay, wo gäbe es denn jetzt Dinge zu holen und zu gucken? Wir könnten hier mal kurz durchlaufen, dann können wir mal da runterlaufen, das hier alles aufdecken. Hier gäbe es Raketen. Ob ich da schon rankomme, ist fraglich. Aber hier zum Beispiel ist eine Tür, da waren wir noch gar nicht drin. Würde ich da auf jeden Fall mal hinschauen. Wollte ich hier hin? Ja, ich wollte hier aufdecken. Okay, jetzt habe ich hier aufgedeckt. Das habe ich jetzt davon. Ah, ich muss mal lernen zu rutschen, wenn nicht immer den mehr Morphball. Ah, das ist... Ich weiß, wo wir sind. Das ist eins relativ am Anfang gewesen, wo wir hier durch sind. Ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich.
So. Das war alles leer da. Das sind einfach nur irgendwelche Ecken, die halt nicht ausgefüllt worden sind. Nichts Wichtiges. Da ist auch gar nichts drin, okay. Ne, da ist nichts. Okay. Ja gut, dann gehen wir noch da oben rum. Vielleicht kommen wir noch zur Rakete. Aber das wäre es dann auch schon gewesen. Ah, safe sind es Speedblöcke. Jo. Alles klar. Sollte reichen von der Länge her. Perfekt. Nice. Nehmen wir mit. Gut. Guti, 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 guti. So, zack. Dann kurzer Blick auf die Karte. Da oben geht's noch nicht weit. Ah, guck mal hier. Da ist doch ein Energy Tank. Aber da kommen wir nicht rein. Ach doch, die sind auch zerstört. Dann komme ich da. Hä, dann komme ich an den auch jetzt einfach ran? Was ist denn da los? Ja, okay, cool. Einfach gerade rüber und dann hoch. Ja, gut. Einfach gerade rüber, habe ich gesagt. Ja, einfach gerade rüber klappt super. So, jetzt aber. Ja, nice, der ist einfach offen. Ja, was ist denn los? Schon der fünfte jetzt. Cool. Also dafür, dass wir am Anfang ganz wenige bekommen haben, sammeln wir jetzt ganz gut Energy Tanks, muss ich gestehen. Den haben wir gut, ich wollte schon sagen. Den haben wir noch nicht, da weiß ich aber auch noch nicht. Ah, ich denke, da komme ich noch nicht ran. Das wirkt so, wie wenn ich da noch nicht rankomme. Aber wir können ja gucken, der ist gleich in der Nähe. Wir gehen also hier rum hoch, da blinkt es jetzt. Da blinkt's, da können wir auch mal gucken, ob da was ist, was wir finden. Und da ist eine, ich glaube, Powerbomb. Ich denke, da komme ich noch nicht rein. Aber wir probieren mal, den Missile Tank hier noch zu bekommen. Ah, shit, ich komme hier gar nicht hoch. Oder? Ah, never mind. Ich unterschätze immer, wie hoch Samus springen kann. Ja, ich glaube, das ist eine Powerbomb. Ich glaube, da komme ich noch nicht durch. Ja, da komme ich mit einer Powerbomb rein und dann kriege ich halt eine neue Powerbomb. Der übliche Spaß sozusagen. Jetzt ist nur die Frage, wenn ich da runterfalle, ich komme da ja nicht mehr... Ah, dann kann ich nur den ganzen Weg außenrum wieder gehen, ne? Ah, weiß nicht, ob ich das will. Nee, ganz ehrlich, das probieren wir dann jetzt gar nicht erst. Nee, das probieren wir jetzt gar nicht erst. Das ist mir zu blöd. Das machen wir jetzt nicht. So, aber hier kann ich durch. Oh! Oh! Wir können in noch ein neues Gebiet. Oha. Nee, können wir nicht. Das ist von der anderen Seite. Ja, moin. Okay, da können wir nicht rein. So, aber hier kann ich durch. Ich wiederhole mich. ja, hier will ich auch nichts mehr sehen. Das ist alles okay. Ich glaube, das ist sogar der Weg, den ich gehen muss. Ah, shit, hier noch eins, noch eins, noch eins. Natürlich. So, ganz langsam. Oh, da ist so ein Ding. Bringt mir das was, hier durchzukommen? Ach ja, weil da ist der Dings da. Okay, dann ist da noch was versteckt. Dann hauen wir jetzt erstmal dich weg, mein Freund. Und dann dash wieder einmal durch. Dann soll hier irgendwo was sein, oder wie? Wo soll denn da was sein?
Vielleicht dann doch eher oben. Vielleicht dann doch eher oben. Ha! Oh, Bomben? Was? Wait a moment. Wie soll ich denn so schnell? Nein, der hat wieder verfehlt. Wow, das war knapp. Oh, das ist ein 1 von 4 wieder. Okay, cool, cool, cool. Schön. Okay, so. Haben wir das. Dann blinkt es hier nicht mehr. Das ist doch schon mal gut. So, dann kann ich jetzt hier durch. Da wären wieder solche Blöcke. Okay. Ah, da wäre der nächste Aufzug oder irgendwas. Ich kann hier durch. Das haben wir alles gemacht. Das ist... Ah, ich weiß, das ist dies. Das ist der... Ja, das ist der Bereich. Das haben wir alles schon gemacht. Da ist auch nichts noch irgendwie... Nee, da ist eigentlich wirklich nichts, was man jetzt noch holen müsste. Nee, das haben wir alles gesehen. Da ist erstmal wirklich nichts. Dann kann ich mir den Teil eigentlich sparen, hier nochmal abzulaufen, ne? Hier ist nochmal so ein Ding, aber das nützt mir nichts. Ja. Hier kämen wir dann... Ah, hier, genau, hier können wir noch hoch und das Ding holen. Und da ist nochmal ein neuer Teleport. Jo, wir haben gerade... Wir haben gerade richtig viele Möglichkeiten, wenn ich das richtig sehe. Ich meine, mal gucken, vielleicht ist ja da irgendwas falsch da drüben, dass ich da noch nicht durch kann oder so. Vielleicht ist der Weg noch nicht groß genug oder keine Ahnung, was weiß ich. Yo, alles klar. Da sind die Blöcke, doch, da komme ich durch. Also da komme ich auf jeden Fall durch. Ah, das war dumm. Alles klar, ich komme hier noch nicht durch. Okay, dann ist hier noch nicht der Weg für mich. Dann ist der Weg für mich aber im Prinzip tatsächlich hier, das Ding da wahrscheinlich. Da geht's vielleicht dann auch weiter. Wir gucken mal, wohin das führt. Ich würde jetzt gerne erstmal wirklich backtracken. Und in Dings einiges machen. Weil wir haben jetzt halt dadurch, dass wir jetzt die Hitzebereiche betreten können. Wir können jetzt einiges erstmal abfrühstücken eigentlich, ne? Oh, gucke mal. Ah, Morphballwerfer-Ausgang. Und da ist auch ein Aufzug. Oh mein Gott, Alter, es gibt so viele Aufzüge. Aber wenn da nur ein Morphballwerfer-Ausgang ist, hier, dann kann ich da ja nicht rein. Ist ja nur ein Ausgang. Dann denke ich auch nicht, dass ich da an einen hinkomme. Ah, und hier falle ich nur runter. Da will ich jetzt eigentlich nicht, da komme ich nicht mehr... Da muss ich den Weg wieder hochgehen. Da muss ich den ganzen Weg da wieder hochgehen. Die Frage ist halt, ob ich... Aber nee, da komme ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Nee, machen wir jetzt nicht. Machen wir jetzt nicht. Machen wir jetzt nicht. Machen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt erstmal wieder hoch. Dann dashen wir hoch zu dem Teleporter. Erstmal speichern wir. Jo, wir können immer mehr machen. Ich liebe das bei Metroid, wenn man so immer mehr machen kann. Wenn man immer mehr Möglichkeiten hat und es fast einen, fast nichts mehr einen aufhält. Das ist sehr gut. So. Also wir sind hier. Genau, hier kann ich hochdashen. Da muss ich im Speicherraum anfangen zu laufen. Und dann ist alles cool. Ist hier noch irgendwas Spannendes? Nein, okay. Oh, muss ich vielleicht gar nicht. Vielleicht kann ich auch hier schon anfangen zu dashen. Ja. Passt. Easy. Sehr schön. So, und hier ist der Teleporter. Wohin führst du mich denn? Ah, da wollte ich hin. Ich wollte nach Artaria. Sehr gut. Ah, ja, Abflug.
Machen wir. Machen wir. Genau da will ich hin. Ich wollte eh nach Artaria zurück. Das ist mir sehr recht. Dann überspringen wir Kartaris und gehen erstmal nach Artaria. Das ist mir sehr recht, diese Verbindung. Weniger recht ist mir die Ladezeit beim Beamen, aber gut. Das ist eine andere Geschichte. Ja. Haben wir es dann? Jawohl. So, und jetzt kann man das nämlich von der Seite aus öffnen. Ich verstehe. Genau, jetzt ist die Schleuse weg und jetzt kann man das jederzeit öffnen. Alles klar. Gut. Gut, 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 gut. Und jetzt sind hier nämlich die nächsten Speedbooster-Blöcke, die dann hier hinführen. Genau, dann geht es hier nämlich vielleicht sogar weiter. Das ist sogar gut möglich, ne? Dass wir hier und dann hier und keine Ahnung. Ich will aber jetzt wirklich erstmal... Oh mein Gott! Also ich weiß ja nicht, ob das sein muss, aber wir könnten jetzt hier mal den ganzen Bereich da oben aufdecken. So, haben wir hier in dem Hitzebereich eigentlich irgendwas liegen lassen? Ja, also außer so Sachen halt, wo ich in die Lava muss dafür. Und das da haben wir natürlich noch nicht. Aber sonst haben wir da nichts, was ich aktuell machen könnte. Auch da weiß ich noch nicht, wie ich rankomme. Ja, hier ist nichts weiter. Das ist alles okay. Da war dieses Dings davor, da komme ich auch nicht durch. Das ist alles cool. Das da ist wahrscheinlich auch noch nicht machbar. Haben wir alles schon mal gesehen. Ich denke, hier brauche ich mich nicht weiter umgucken. Das haben wir ja damals schon geklärt, als wir da, ne, als wir hier das Backtracking betrieben haben. Darum geht es auch eigentlich gar nicht. Darum geht es eigentlich wirklich nicht. Mir geht es jetzt dann vor allem einmal um den Teil hier, dass wir das hier einmal kurz hochspringen und aufdecken. Da gehen wir zum Schluss durch. Da gehen wir zum Schluss durch. Ich will erstmal hier hinten die heißen Gebiete machen. Das da will ich abfrühstücken und das da. Das sind vielleicht auch nur Verbindungen, vielleicht sind es auch nur kleine Secrets. Aber die würde ich gerne gleich weg haben, weil das ist einfach nur so ein kleiner Nebenraum. Ja, ich denke, das kann man mitnehmen. Und ansonsten haben wir aber, glaube ich, Speedbooster-Blöcke hier in dem Bereich noch nicht so viele. Nein, ich will die hervorheben. So. Ja, hier sind keine. Nee, hier hatten wir wirklich noch nicht so viele. Okay. Gut. Alles klar. Dann gehen wir erstmal nach hinten. Geht es jetzt mittlerweile kaputt eigentlich? Muss ich echt oben rum? Ich meine, ich habe jetzt eh die Möglichkeit, hier durchzukommen. Oh Mann, das ist ja dämlich. Na gut. Ach, jetzt muss ich... ich muss den anderen Weg. Ich muss außen rum gehen. Natürlich muss ich außen rum gehen. So, außen rum gehen. Nehmen wir hier. No! Gibt es einen schnelleren Weg? Ja. Nein, der ist nicht... Nein, der ist... Na, ja doch. Ich komme da nicht hoch, ne? Doch, ich komme da hoch. Gut. Jetzt geh doch, bleib doch offen, du Knollkopf. Nein! Ich hab nicht aufgeladen. So. Easy. Jetzt können wir nämlich hier raus. Okay, so. Das ist... Da muss ich wirklich den unsichtbar machen. Okay. Da muss ich den Unsichtbar-Dings nehmen. Okay, so. Jetzt gehen wir einmal nach hinten.
Alles easy, alles cool. Brauchen wir jetzt auch nicht speichern, deswegen extra. So, da oben ist schon der erste Bereich. Hier fallen wir jetzt bitte nicht in die Lava. Mal schauen, wofür wir es machen. Missiles oder Energy Tank Missiles? Okay, Missiles. Ja, besser als nichts, ne? Besser als nichts. Wir haben ja schon gesehen bei den Bossen, wir brauchen sie halt wirklich, die Dinger. Ist hier sonst noch irgendwas? Nein, das war der ganze Raum. Gut. Oh, das war knapp, aber hat funktioniert. So, das war der Raum. Der andere ist gleich drüber. Ist das Lava? Nein, ist nur Hintergrund. Das sah aus wie Vordergrund. Ich habe ein bisschen Bedenken gehabt kurzzeitig. Ja, moin. Okay, dann fahren wir eine Runde rum. So, haben wir hier auch nochmal zwei Missiles mitgenommen. Und dann gibt es hier schon nichts mehr zu tun. Sehe ich doch richtig, ne? Okay, okay, okay. Wenn wir jetzt aber eh schon direkt am Teleporter sind, also nicht am Teleporter, am Aufzug sind nach Kataris, dann gehen wir auch nach Kataris. Weil da gibt es auch viele heiße Gebiete. Am Anfang, die können wir auch schnell mal ablaufen und gucken, was wir schon machen können dort. Dass wir hier noch klarkommen. Aber das würde ich dann auch tatsächlich sagen im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.